Herzlich willkommen allen Freunde zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist ja wie geplant die große Museumstour. Ich wollte mir eigentlich viele verschiedene, ich wollte mir Informationen rausholen zwischen den ganzen Insekten und sowas, aber da ich heute nicht ganz so viel Zeit habe und auf die Schnelle nichts gefunden hat, was Eugen jemals gesagt hat, leider, müssen wir das verschieben auf den 31. Mai, ja? Da werde ich es dann auf jeden Fall machen, zumindest für die neuen Insekten. Vielleicht mache ich es dann doch direkt für alle Insekten, so ein kleiner Text, ne? Hier sehen wir jetzt ganz, ganz schön den Regenbogenfalter. Das ist der rötliche, der Himmelsfalter, der bläuliche. Und der hier war einer der schönsten, Agiris, die Dingsi-Bumsi. Vielleicht können wir es ja hier schon lesen. Ne, hier nicht. Auf jeden Fall gehen wir heute mal das ganze Museum durch. Wir haben noch nicht ganz so viele Insekten, aber das wird bestimmt irgendwann noch. So, hier hätten wir die Königslibelle. Oh, guck mal, die haben wir frisch am 1. April schon gefangen. Sehr schön. Sehr schön, da gehen wir gleich rein. Hier oben hängt die Spinne. Das ist einfach eine Spinne. Okay, hat keinen besonderen Namen. Interessant, hier ist der Atlasfalter. Atlasspinner. Den habe ich gestern auch nochmal gesehen, gestern Abend, Nacht. Der ist mir aber entwischt. Hier haben wir die Kakaldingsibums, Sackträger, genau. Und die Wespe. Die Wespe, ne? Also die sieht da echt komisch aus. Weiß nicht, die ist zu groß. Ich glaube, die ist viel zu groß dargestellt worden. So, hier haben wir nichts. Gehen wir noch hier hin. Hier haben wir nämlich noch gar nichts, genau. Was haben wir hier? Den Prachtkäfermüll und den Fichtenbock. Sehr schön, sehr schön. Hier schwimmen die schönen Karpfen herum, finde ich sehr schön. So, dann gehen wir mal hier in den Schmetterlingsraum. Die Riesenwanze, die war da im Wasser. War mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich die schon gezeigt habe oder nicht. So, hier haben wir jede Art von Schmetterling, die wir jemals gefangen haben. Den Kolibrifalter. Wir gehen mal hier durch. Ja, da haben wir den Kolibrifalter, den Agriasfalter, den Marienkäfer, die Schnecke. Ach, die Schnecke ist mir noch gar nicht aufgefallen. Regenbogenfalter, Troidespokiana. Gibt es hier noch ein Schild? Hier ist noch ein Schild. Ritterfalter, Schwalbenschwanz. Und zu guter Letzt den Kohlweißling und den Zitronenfalter und den Himmelsfalter auch noch. Genau. Darum gefällt mir mit am besten. Ich fände es aber viel, viel cooler, wenn die ganzen Schmetterlinge auch hier rechts herumfliegen würden. Und nicht nur 5 oder 4. Ja. So, dann kommen wir jetzt hier zu den Terrarien-Insekten. Hier hätten wir die Kugelasse und den 100-Füßler. Füßer. Und eine Motte. Stimmt. Warte mal eben. Wo ist das eine? Ach, da unten. Vor der Dose ist da die Kugelasse, die habe ich vorhin nicht gesehen. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Orchideenmantis. Das ist eigentlich, wenn man... Oh, ich habe einen Korn verschluckt. Habe ich gerade gegessen. Das ist eigentlich, wenn man hier so reinzoomt. Geht das? Es geht tatsächlich. Sehr interessant, sehr interessant. So, dann hätten wir hier die hässliche Spinne. Vogelspinne, die sehen wir gerade nicht. Oh, ich habe gerade Bauchschmerzen. Da ist sie. Da ist die Spinne. So. Können wir da irgendwas machen? Warte. Guck mal eben hier rein. Was haben wir denn hier eigentlich? Ermüdung, Traurigkeit, Leid, Niesen. Ablehnung, Freude, Begeisterung, Missgeschick, Schüchternheit. Das ist süß. Machen wir mal als Foto. Auch wenn die Qualität irgendwie immer komisch ist, wenn man hier Fotos macht. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Boah, hier oben. Oh, das sieht schön aus. Was haben wir denn hier alles? Die Maulwurfsgrille. Oh. Sehe ich da oben schon den Grashüpfer? Die Nasenschrecke und Ameisen haben wir auch schon.
Sehr schön. So, dann haben wir hier. Was ist das denn da? Sind die neu? Habe ich die gefangen oder sind das Flöhe? Es könnten auch Flöhe sein. Schauen wir uns auch mal genauer an. So, und dann. Sind das die Flöhe? Sind aber auch groß für Flöhe, oder? Die sehen ja komisch aus. Die sehen echt komisch aus. Ich frage mich gerade, ob man das da lesen kann, wenn man da die Kamera reinzoomt. Nee, sieht nach Japanisch oder Chinesisch aus. Ich denke mal Japanisch. Oh, Fail. Okay, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier noch die Ligia Exotica. Die sehen aus wie Reislaus. Ich glaube, davon wurde das Pokémon auch inspiriert. Und den Einsiedlerkrebs, süß. Und Seesterne. Wenn man die als Lebewesen bezeichnen kann. Aber ich glaube schon, ne? Ja. Oh, ich bin echt schon ein bisschen gespannt, wie unser Fossilienhaus aussieht. Weil da haben wir ja schon richtig viel gemacht. Richtig viel, Alter. Oh Gott, morgen kommen ja auch schon wieder neue Fische und so, ne? Und Tanz in den Mai oder sowas. Das wird ja heute, dieses Jahr, glaube ich, nichts mehr. Naja, habe ich eh nie mitgemacht. So, dann sind wir jetzt bei den Fischen. Hier haben wir den Stör. Sehr schöner Fisch, wirklich. Sehr schöner Fisch. Hier haben wir den Döbel, den Huchen. Huch, ein Huche und die Hase. Was haben wir hier? Den Flussgrundel, Flussbarsch und die Karausche. Hier haben wir auch drei Goldforelle, Mausulachs und Saibling. So, hier haben wir jetzt Salz- und Süßwasserfische, Kilifisch, Goldfisch, Teleskopauge, Randschuh, Guppi und Neonsalmer. Und Neonsalmer, okay. Kaulquappe, Bitterling, ja, da sieht man ihn. Bachschmerbe. Den Koi-Karpfen haben wir wahrscheinlich. Ach, der ist rechts, glaube ich. Sonnenbarsch, Barsch, Karpfen. Koi-Karpfen, oder auch nicht. Flusskrebs. Schnappschildkröte. Oh, die hätte ich noch ganz gerne als Haustier eigentlich gehabt. Naja, egal. Nächstes Jahr dann vielleicht. So, hier waren wir. Hier ist leider immer noch nichts drin. Ich bin gespannt, was da reinkommt. Irgendwas sehr, sehr Großes. Vielleicht Nessie. Vielleicht kommt da Nessie rein. Oh mein Gott. Oh, guck mal, hier haben wir schon zwei Fische. Zwei große Fische. Dann lesen wir hier mal. Die Makrele. Oh. Dann lesen wir halt hier. Die Sardellen. Den Marlin. Der Marlin ist echt schön. Und den Thunfisch. Sehr schön auf jeden Fall. Oben ist, glaube ich, ein. Ach, hier rechts, genau. Hier war ja noch was. Unser Riemenfisch. Und der Angelfisch. Und das war's auch schon. Okay, cool. Cool. Jetzt suche ich eigentlich nur noch den Weg, wo man ins Wasser so gehen kann. Warte, wir gucken nochmal, wie es hier jetzt aussieht. Ah, sieht so aus. Okay. Ist das da neu? Ich habe diese drei komischen Lichter noch nie gesehen. Naja. Oh, hier haben wir unseren Seeteufelchen. Mann, ich finde schade, dass hier keine Infos darunter stehen. Früher war das immer so. Finde ich echt schade. Die Falterfische und Doktorfisch. Das hier ist das Findet Nemo Aquarium. So, dann gehen wir mal hier runter. Da haben wir, glaube ich, nicht allzu viele Fische, leider. Das Seepferdchen. Okay, das war's das auch schon. Den Kalmar. Kaiserschnapper, die Kliesche, die Flunder. Wir haben auch drei Fische. Rotfeuerfisch, Schnabelbarsch und den Seebarsch. Okay. Dann war es das auch schon hiermit. Hiermit. Dann kommen wir noch zu den Fossilien. Oh, hallo, Jessie. Irre, dass wir uns gerade hier begegnen, Phoebe. Fisch ist bestimmt super. Kein Glitter, kein Haarlack. Und man glänzt trotzdem die ganze Zeit.
Okay. Okay. Oh, Fossilien. Ich bin gespannt, wie viele wir noch brauchen. Ah, hier, nee, hier stehen nicht die Infos. Okay. Den Trilobit. Anomal Locaris. Werden hier irgendwie nicht alle angezeigt? Ammonit? Bernstein? Hä? Was ist denn mit den anderen? Werden die alle nicht irgendwie benannt, betitelt? Das finde ich aber schon frech. Aber den Mylokumbingia. Den Eustenopterion. Oh, Heizapfspirale. Ammonit. Achso, das hatten wir gerade. Ja, komisch, dass man die anderen Sachen nicht zeigt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ah, ja, mit dem Ophthalmosaurus. Den Plesiosaurus. Okay, ein Teil fehlt uns hier. Der Acheleon. Den Quetzalcoatlus. Und den Pteranodon. Hier fehlt uns auch noch ein Teil. Stegosaurus. Ankylosaurus. Da fehlt uns ein Teil. Also zwei Teile schon mal. Iguanodon. Parasaurolophus. Pachycephalosaurus. Triceratops. Spinosaurus, drei Teile. Coprolith. Dinophosaurus. Tyrosaurus rechts. Delikonakigi. Achiopterix. Okay, da fehlt uns auch noch ein Teil. Okay. Der Diplodocus. Und der Stegosaurus. Ach ne, der Brachiosaurus, stimmt. Der Brachiosaurus, der sieht echt geil aus. So, das war viertes Teil, ne? Viertes Teil, glaube ich. Vier Teile fehlen uns in dem Raum. So, Mammut. Okay, fünf Teile. Fünf Teile. Was haben wir hier? Den Megaceropus. Den Riesenhirsch. Oh. Astrolopie. Oh Gott. Achso, das war schon da. Oh, Leute. Dann fehlt uns ja hier nur fünf Teile insgesamt. Das ist ja fast gar nichts. Das ist ja fast gar nichts. So, dann gucken wir uns noch eben hier die Gemälde an. Ich weiß, wir haben nur eins, aber da steht zumindest ein Text drunter. Den lesen wir natürlich auch noch vorne. Und danach muss ich gleich direkt auf die Toilette. Weil, ja, ne? Bauchschmerzen ist nie gut. So. Du. So, dann schauen wir noch eben hier rein und danach war es das auch für heute mit dem Part. Ich habe ja gesagt, wir werden heute nur, oh, ich will den Boden haben, nur durch das Museum gehen, weil es ja Monatsende ist. Altertumsgemälde. Dienstmarkt mit Milchkrug. Jan Vermeer. Um 1958 Öl auf Leinwand. Dieses Stück brachte Vermeer den Titel Maler des Lichts ein und besticht durch Kontrast und Tiefe. Vermeer fertigte es im Alter von 25 Jahren an. Besonders auffallend ist die geringe Größe des Originals. Ja, Leute, das war's dann für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao. Ciao, ciao, ciao.